Moin Leute und herzlich willkommen auf PB Gaming und zu einem kleinen Special Ankündigungsvideo. Und zwar geht es um ein Ranglistenteam, das ich gerne mit euch aufmachen will, mit meinen Abonnenten, da wir jetzt schon relativ viele hier sind auf dem Kanal und ich denke schon, dass manche von euch da wirklich Bock drauf haben. Ja, das Ganze wird dann so aussehen, dass ihr euch in der Beschreibung bewerben könnt. Also da ist ein Link zu einem Google Docs Dokument, da werdet ihr verschiedene Fragen gefragt. Und ihr füllt das Ganze halt aus und ich stelle dir das Team dann zusammen und ja, adde euch, falls ihr im Team dabei seid oder schreibe euch zurück, falls ihr im Team dabei seid. Da werden dann so Fragen gestellt wie lautet euer Beschwörername, was natürlich eine ja, ganz logische Frage ist. Dann welche Lanes spielt ihr, weil ich will das Team wirklich so designen, dass wir auch von jeder Lane mindestens zwei Leute dabei haben. Das heißt, das Team wird nicht nur aus fünf Leuten bestehen, sondern aus mehreren, damit wir auch Ersatzleute haben. Und ich will versuchen, dass wir aus jeder Lane zwei Leute dabei haben, die sie wirklich gut spielen können. Bei mir wären das dann Top und Support. Und ja, ich spiele natürlich mit im Ranglistenteam und dann noch alle anderen, die sich hier bewerben. Die einzige Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst, ist halt den Kanal abonniert zu haben. Und ja, das wird wahrscheinlich ganz lustig. Bewerbt euch einfach mal in der Beschreibung. Ich habe auch noch einen extra Punkt natürlich hinzugefügt, und zwar, warum soll ich gerade dich ins Ranglistenteam aufnehmen? Das ist so ein Special-Punkt, der ist kein Pflichtfeld, ist auch nicht angekreuzt. Aber falls ihr größere Chancen haben wollt, ins Team aufgenommen zu werden, dann solltet ihr den Punkt einfach ausfüllen, weil, ja, ich lese dann gerne mal, ja, warum wollt ihr eigentlich genau in das Team? Warum soll ich genau dich nehmen? Falls ich mich nämlich nicht zwischen ein paar Leuten entscheiden kann, weil die halt, ja, laut Division oder so gleich gut sind, ja, dann muss ich halt darauf zurückgreifen und sonst gibt es keine andere Möglichkeit, außer es auszulosen. Das finde ich aber auch immer ein bisschen doof. Also falls ihr wollt, könnt ihr den Punkt auch noch ausfüllen. Das heißt, ihr geht jetzt einfach in die Beschreibung, klickt auf das Google Docs Formular, füllt das Ganze aus. Ich gucke mir das an und ja, innerhalb einer halben Woche, wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag, kommt dann das Auflösungsvideo, in dem ich die ganzen Leute ja, adde und halt euch mitteile, wer alles im Team dabei ist und welche Lanes sie so spielen. Ich will das Ganze so machen, dass wir am besten an einem Donnerstag trainieren mit unserem Team, weil donnerstags habe ich wirklich am meisten Zeit, oder ich werde das Ganze auch nochmal uptimen, ich werde noch die Frage hinzufügen, ja, an welchem Tag ihr am besten Zeit habt, weil Wochenende ist natürlich auch immer gut für mich als Schüler. Ja, weil ich brauche wirklich mal eine Zeit, wo unser ganzes Team zusammen spielen kann, und deswegen werde ich die Frage natürlich noch hinzufügen. Und ja, das war eigentlich auch schon alles. Klickt einfach mal in die Beschreibung, auf das Google Docs Formular, füllt es aus, sendet es ab und ja, nächste Woche, beziehungsweise am Donnerstag nächste Woche, bekommt ihr Bescheid, wie das Ganze gelaufen ist und ob das Ranglistenteam überhaupt zustande kam, weil ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich überhaupt bewerben werden. Aber falls da irgendwie ja, zu wenige Leute dabei sind, dann werde ich euch das mitteilen. Und falls nicht, dann, ja, habe ich auf jeden Fall schon mal Bock drauf, das Ranglistenteam zu erstellen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich es erstellt habe, beziehungsweise im nächsten Video am Donnerstag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.